Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Am Sonntag habe ich auf meinem TikTok-Kanal Pia Vogel TikTok, das ist der Kanal, wo ich mit diesem Boss-Pullover stehe, aber nicht mit dem, den ich jetzt gerade anhabe, sondern dieser graue Kapuzenpulli. Ja, Pia Vogel TikTok oder Pia Vogel Dawa, Dawa mit Doppel-A am Ende. Habe ich darüber geredet, dass man die Brüder in Palästina oder die Geschwister in Palästina damit unterstützen kann, indem man über diesen Konflikt aufklärt. Man kann aber nur über diesen Konflikt aufklären, wenn wir selber nicht den Fehler begehen und Fake News verbreiten. Sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nur Dinge verbreiten, von denen wir 100% sicher sind, dass sie auch wirklich so eingetroffen sind. Denn ansonsten sind wir genauso nicht mehr ernst zu nehmen wie die Medien. Und das ist leider schade, denn es gibt so viele korrekte, authentische Informationen über den Konflikt in Gaza, in Gaza, im Gazastreifen oder in Palästina. Die Menschen, Informationen, die den Menschen um uns herum die Augen öffnen können, dass wir uns davon sehr gut, dass wir uns an diesen Informationen sehr gut bedienen können, um aufzuklären. Aber leider gibt es auch immer wieder Muslime, die dann beispielsweise irgendwelche Statistiken hervorzaubern, ohne eine Quellenangabe. Ja? Und dann sagen, hier, das hat der und der gesagt, hier, so und so viele sind gestorben und so und so viele. Deswegen immer genau informieren. Und dabei ist es immer sehr, sehr angebracht, wie ich das sehr häufig mache. Ich nehme immer Informationen von beispielsweise Leuten, die nicht auf unserer Seite sind. Ja? Wie zum Beispiel israelische Soldaten, die etwas zugeben. Ja? Beispielsweise. Dann ist es auch ganz wichtig, dass man keine Bilder postet von dem Konflikt, der vor ein paar Jahren war. Und sagt, hier, guck mal, das passiert da gerade. Ja, dass man immer trotzdem sachlich dabei ist, denn ansonsten macht man sich unglaubwürdig. Wenn einer eine richtige Information verbreitet, wird sie akzeptiert. Verbreitet er aber eine richtige Information und gleichzeitig lügt er einmal, wird die richtige Information auch nicht mehr akzeptiert. Das ist das Problem. Man weiß nicht mehr, ob das, was er gesagt hat, wirklich die Wahrheit ist. Deswegen immer verifizieren, immer genau schauen, ist das, was uns berichtet wurde, authentisch. Es gibt genügend authentische, richtige Informationen, die den Menschen die Augen öffnen können über diesen Konflikt. Ja? Und ich gebe euch beispielsweise einen Tipp, es gibt eine ARD-Doku, ja, die Entstehung von Israel heißt der. Den findet man fast nirgendwo mehr. Ja, logischerweise. Der dauert 58 Minuten, dauert diese Doku. Und da kommen zum Beispiel israelische Soldaten zu Wort, die bestimmte Lügen im Sechstagekrieg aufdecken und so weiter. Sehr interessante Doku, wo man sich mit Informationen auch zum Ursprung des Konfliktes bedienen kann. Alhamdulillah. Deswegen, liebe Geschwister, mein Tipp, beschützt Gaza oder unterstützt Gaza, indem ihr aufklärt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.